Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder und heute reden wir über die 5 Dinge, die ich gerne vorher gewusst hätte, bevor ich mir eine Vogelspinne geholt habe. Und das Ganze nach dem Intro. Dinge beziehen sich nicht nur auf Sachen, die auf meine Erfahrung bzw. auf das, was ich gern vorher gewusst hätte, sondern auch auf Sachen, die andere gerne vorher gewusst hätten, bevor sie sich Vogelspinnen geholt haben. Fangen wir an mit Punkt 1. Es bleibt selten bei einer Vogelspinne. Und woran liegt das Ganze? Ein Punkt ist, dass man sich einfach nicht entscheiden kann. Man sieht die Spinne, man sieht die Spinne und man sieht die Spinne. Man möchte sich nicht auf eine festlegen, sondern man möchte eigentlich alle drei mitnehmen. Denn meistens ist es so, wenn man eine gesehen hat, die einem gefallen hat, man aber eine andere mitgenommen hat, dann holt man sich die zweite, dritte, vierte, zehnte, achte, fünfzigste automatisch hinterher. Dann gibt es auch den Punkt, dass die Leute auch sammeln. Da geht es von, ich möchte eine Vogelspinne haben oder alle Vogelspinnen haben, die von mir aus blau in ihrer Farbe haben. Über, ich finde diese Gattung total schön und möchte von der alle Arten haben. Da ist die Poecilotheria ein wunderbares Beispiel. Gibt total viele Leute, die da wirklich die komplette Kollektion fertig haben wollen, sodass sie wirklich jede Poecilotheria-Art haben. Und ja, das ist auch möglich. Das ist so ein bisschen wie Sticker sammeln. Bis hin zu, ich möchte alle Vogelspinnen von diesem Kontinent oder dieser Region haben. Genauso kann man das auch noch aufspalten, ich möchte alle im Boden lebenden Vogelspinnen haben oder alle Zwergvogelspinnen, alle Riesenvogelspinnen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu entscheiden, was man da sich zusammensammelt, was man gerne haben möchte, welche man gerne haben möchte. Und ja, das Ganze kann echt zu einer Sucht werden. Und jetzt kommen wir zu Punkt 2 und der ist auch ein bisschen auf Punkt 1 mit angelehnt. Denn auch ein Grund ist es, weshalb man sich viele Vogelspinnen holt, sie leben sehr versteckt. Das heißt, wenn du nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, dann siehst du die Tiere natürlich nicht. Und meistens sind sie dann halt abends oder spätabends draußen. Und eben weil der eine oder andere eben nicht so Lust hat, die Tiere nicht beobachten zu können, sondern nur das Terrarium sich anzugucken, werden dann halt einfach mehrere geholt, weil die Chance von 10 Spinnen eine zu sehen am Abend relativ hoch ist. Noch dazu gibt es halt auch Tiere, die sehr, sehr viel in der Erde leben und eigentlich gar nicht rauskommen oder in ihrer Höhle leben oder im Baumstumpf leben oder wo auch immer und kaum zu sehen sind. Genauso können die Tiere halt sich auch für die Häutung vorbereiten und dann wirklich für Wochen oder Monate im Boden verschwinden und nicht mehr auftauchen. Und das ist für den einen oder anderen auch ein echter Stressmoment, wenn sie dann ihre Tiere gar nicht mehr sehen können oder alles zu ist und sie gar nicht mehr wissen, ob das Tier überhaupt noch lebt. Und da sage ich gesagt, wenn die Parameter alles gestimmt haben und das Tier gut gefressen hatte, macht euch keine Sorgen, wenn die wirklich mal über Monate verschwunden ist. Das hatte ich bei meiner Theraphosa, die war 2-3 Monate, war die weg. Nicht ausbuddeln. Ich weiß, es gibt total viele Leute, die dann auch diesen Impuls haben, so jetzt muss ich sie ausbuddeln und gucken, ob alles okay ist. Im Regelfall ist alles okay. Und damit kommen wir zu Punkt 3. Und hier geht es darum, dass die Tiere sehr, sehr lange Fresspausen machen können. Und auch da sind viele Leute sehr, sehr gestresst am Anfang, wenn sie denn, ja, eigentlich, die sind ja sehr daran gewöhnt, wenn sie Hund, Katze, Vogel, irgendwas zu Hause haben, es täglich zu füttern. So funktioniert das aber bei Vogelspinnen nicht. Hund, Katze musst du täglich füttern, weil wenn du da mal wirklich eine Woche oder einen Monat ausfallen lässt, dann sehen die wahrscheinlich nicht mehr allzu prickelnd aus. Bei einer Vogelspinne ist es ganz anders gelegt. Die kann halt wirklich mitunter monatelang Fresspausen hinlegen. Und auch dann kann es sein, dass sie wirklich im Boden verschwinden und du sie einfach Wochen, Monate lang nicht wieder siehst. Lasst euch also nicht stressen, weil eure Spinne mal nicht jeden Tag fressen will. Das wäre sowieso nicht angebracht, sie jeden Tag zu füttern. Ich würde es vielleicht ansetzen, einmal die Woche. Aber das kannst du so halt auch nicht verallgemeinern, weil es kommt halt drauf an, was du verfütterst, wie groß die Spinne ist und. Diese ganzen Punkte spielen da natürlich mit rein. Du kannst da nicht einen Weg sagen. Du kannst halt auch mehrere kleine pro Woche füttern oder halt eine große alle 2 Wochen. Ne, ich sage eine kleine oder große, meine ich Schabe. Es ist also überhaupt nicht schlimm, wenn eure Spinne mal nicht fressen möchte. Solange der Hintern voll genug ist und groß genug ist und entsprechend zum Carapax ungefähr gleich groß bzw. etwas größer ist, ist die Welt vollkommen in Ordnung. Kommen wir zu Punkt 4. Viele Vogelspinnenarten haben Brennhaare. Und das bezieht sich auf die New World Vogelspinnen. Denn dort ist der Großteil mit Brennhaaren bewaffnet. Diese Brennhaare sind auf dem Abdomen der Spinne verteilt und werden, wenn notwendig, zur Verteidigung mit den hinteren Beinchen abgestriffen und in die Luft verteilt. Wenn sich eure Spinne also von euch bedroht fühlt, dann wird sie sich hinstellen und wird ihre Brennhaare auf euch werfen. Die Brennhaare sind eigentlich auch gar kein Problem, solange man sie nicht in die Augen oder in die Nase bekommt. Denn dort können sie wirklich Schäden hinterlassen. Ansonsten bekommt man sie in der Regel eigentlich nur auf die Haut, wenn man nicht wirklich, während sie die Haare durch die Gegend werfen und sie durch die Luft fliegen und man seinen Kopf reinhält, bekommt man sie halt eigentlich nur auf die Haut, auf die Arme, an die Hände und ja, dieses Ganze wird dann zu einem
Jucken. Da ist die Reaktion auf die Brennhaare ganz unterschiedlich. Es kommt auf die Spinne an und natürlich auch auf den Menschen selbst, der sie abbekommt. Dem einen ist es komplett egal, dem anderen ist es so, als wenn die Hölle über ihn hereinbricht. Zum Thema Brennhaare verlinke ich dir hier nochmal das Video. Da kannst du dir nochmal alles genau über Brennhaare anhören und kannst dir nochmal schlau machen, was Brennhaare sind und was sie tun. Grob gesagt sind kleine Nadeln mit Widerhaken, das heißt, wenn sie reinkommen in die Haut, dann kommen sie so schnell nicht wieder raus und die Haut reagiert natürlich, die will diesen Fremdkörper loswerden und es juckt. Und jetzt sagt sich der ein oder andere, ach naja, ich habe ja keine Probleme, mein Tier beschießt mich ja nicht, deswegen werde ich nie mit Brennhaaren in Kontakt kommen. Täusche dich da nicht, denn deine Vogelspinne kann auch den Boden auslegen mit Brennhaaren. Wenn sich deine Spinne also häuten möchte, besteht die Möglichkeit, dass sie die Brennhaare überall auf dem Boden verteilt. Sollte denn ein Angreifer kommen, um sie zu stören oder sie anzugreifen eben, dann wird er, wenn er mit der Nase nach der Spinne sucht, auch diese Sachen direkt einatmen und hat direkt Freude daran. Also auch wenn du in der Erde rummachst, du da eine Pflanze reinmachen willst oder irgendwas ändern möchtest, selbst wenn du den Napf rausnehmen möchtest und den sauber zu machen und dann wieder Wasser reinzufüllen, auch da kannst du Brennhaare abbekommen. Also super vorsichtig sein, wenn ihr darin rumgefingert habt im Terrarium, dann immer danach direkt die Hände waschen und nicht erst in die Augen reiben oder irgendwas dergleichen, weil das wäre fatal. Und jetzt kommen wir zu Punkt 5. Auch Vogelspinnen können krank werden. Und dann, wenn das passiert, wirst du konfrontiert damit, dass es eigentlich keinen Tierarzt oder nur ganz wenige Tierärzte gibt, die sich mit Exoten und noch spezieller mit Vogelspinnen auskennen. Und vielleicht hast du tatsächlich Glück und hast jemanden bei dir in der Nähe, der wirklich darauf spezialisiert ist. Aber im Großteil der Fälle ist dem nicht so. Das bedeutet, wenn deine Spinne ein Wehwehchen hat, dann wirst du dich darum kümmern müssen. Und zwangsläufig wirst du auf die Informationen und Erfahrungen von anderen zugreifen müssen. Das geht dann über Foren, wo du vielleicht Glück hast, nochmal einen alten Eintrag zu finden, wo man sieht, was das Tier hat und wie man es behandelt. Bis hin zu, dass du eben in der Community fragst und vielleicht hast du Glück, dass da jemand genau dieses Problem schon mal hatte und das gelöst hat. Aber im Großen und Ganzen ist die Spinne auf dich angewiesen. Und noch dazu muss man sagen, dass nicht alle Sachen bei Vogelspinnen, wenn die Probleme haben, dass du da alles gelöst bekommst. Einige Sachen kann man einfach nicht kurieren. Zumindest noch nicht. Stand heute gibt es immer noch Sachen, die man nicht lösen kann. Vielleicht ist ja im nächsten Jahr die Forschung so weit, dass man alle Probleme lösen kann. Und das waren die 5 Dinge, die man hätte gerne vorher gewusst, bevor man sich eine Vogelspinne holt. Und mir fallen durchaus noch weitere Punkte ein, die man nennen könnte, aber wir belassen es erstmal bei den 5. Vielleicht machen wir nochmal ein Video mit den nächsten 5. Aber wenn dir noch was eingefallen ist, schreib das gerne in die Kommentare, was du gerne vorher gewusst hättest, bevor du dir eine Vogelspinne geholt hast. So kann die Community darauf zugreifen und auch von dir Informationen und Berichte bekommen. Und nun hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da, ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, lass gerne ein Abo da, würde mir extrem weiterhelfen. Und nun bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!